Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In dieser kleinen Videoserie kläre ich diese beiden Begriffe, die hier stehen. Aber zunächst einmal die Einordnung, wo wir sind. Wir sind wieder mal im Rechnungswesen. Wir sind innerhalb des Rechnungswesens in der Jahresabschlussanalyse. Und diese beiden Begriffe, die hier stehen, stehen für Kennzahlen. Denn Sie wissen, die Jahresabschlussanalyse besteht im Wesentlichen aus der Ermittlung und Interpretation von Kennzahlen und dies sind zwei Kennzahlen. Es sind beides Akronyme, Worte, die aus den Anfangsbuchstaben anderer Worte gebildet werden. Und ehe wir weiter in Details gehen, möchte ich ein paar ganz grundsätzliche Dinge hier klären, die fundamental wichtig sind, um diese Begriffe zu verstehen. Wir sehen mit einem Blick, der Unterschied liegt nur hier. In diesem D. Ja, man kann also sagen, der EBITA plus D gleich EBITDA. Ja, diese Gleichung kann man aufstellen. Und wir sehen auch, dass hier dieses Element uns schon bekannt ist, der EBIT ist das ordentliche Betriebsergebnis. Earnings before interest and taxes. Das ist der EBIT. Ich habe es an anderen Stellen ziemlich oft und ausführlich erklärt. Das ordentliche Betriebsergebnis, das, was man mit dem eigentlichen Betriebszweck erwirtschaftet hat, ehe die Finanzierungseinflüsse und die Kapitalanlagen ins Spiel kommen. Das ist der EBIT. So, und jetzt, was ist der entscheidende Unterschied? Der dreht sich offensichtlich um dieses A hier und was hier wieder vorkommt und dann dieses zusätzliche D. Jetzt muss man eines verstehen, dass man im Englischen für das Wort Abschreibung zwei unterschiedliche Begriffe hat, je nachdem, auf was abgeschrieben wird. Das ist der Schlüssel, um diese beiden Kennzahlen zu verstehen. Wenn ich auf Sachanlagen abschreibe, dann nenne ich das D, das ist dieses D hier, und dieses D steht für Depreciation. Und das ist die Abschreibung auf Sachanlagen. Was sind Sachanlagen? Gebäude, Maschinen, Firmenwagen. Das sind alles Sachanlagen, nicht Finanzanlagen, Sachanlagen. Das nennen wir im Englischen Depreciation. Wir unterscheiden also das Wort für Abschreibung, das in Deutschland ein Wort ist. Wir machen hier in Deutschland keine Unterscheidung. Im Englischen macht man eine Unterscheidung je nachdem, was man abschreibt. Und das A, das ja in beiden Begriffen vorkommt, steht für Amortization. Das A ist Amortization und Amortization ist die Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Die Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte heißt Amortization. Die Abschreibung auf Sachanlagen heißt Depreciation. Lassen Sie mich das noch einmal verdeutlichen. Es ist sehr wichtig, dass sich das einprägt. In Deutschland haben wir einen Begriff für Abschreibung, egal was wir abschreiben. Wir machen keine Unterscheidung. Im Englischen ist die Frage, auf was oder was wird abgeschrieben? Auf oder was wird abgeschrieben? Und man unterscheidet nun, ob man Sachanlagen abschreibt,
Gebäude, Maschinen, Firmenwagen, das sind alles Sachanlagen. Und wenn man diese Sachanlagen abschreibt, dann heißt das Ganze, die Sachanlagen korrespondiert mit D und heißt Depreciation. Und wenn man stattdessen nicht Sachanlagen abschreibt, sondern immaterielle Vermögenswerte, ja, natürlich nur die immateriellen Vermögenswerte, die man auch aktivieren kann, sonst kann man ja auch nichts abschreiben. Was sind grundsätzlich immaterielle Vermögenswerte? Es ist etwas, das einen Wert hat, aber nicht greifbar ist. Es ist nicht materiell. Eine Maschine, eine Sachanlage kann ich anfassen. Immaterielle Dinge kann ich nicht anfassen. Trotzdem gibt es immaterielle Dinge, die einen Wert haben. Zum Beispiel eine Marke, die kann 10.000 Mal mehr wert sein als so eine Maschine, ist aber nicht in dem Sinne zu greifen, sondern der Wert ist hier, dass diese Marke in Millionen Köpfen gespeichert ist und mit einem bestimmten Produkt hoffentlich positiv verbunden ist. Ja, das ist ein immaterieller Vermögenswert. Eine Marke, auch eine Kundenkartei, das heißt schlicht und einfach die, ja, wenn man so will, ein Blatt Papier auf dem, oder mehrere, na, eine Liste, auf dem Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Angaben über Kunden stehen, ist ein immaterieller Vermögenswert. Ja, man kann den Träger in dem Fall, also die Liste zwar anfassen, aber der eigentliche Wert ist immateriell. Es hat nur eben einen materiellen Träger. Genau wie die Marke in Form eines Logos irgendwo gedruckt ist. Und das hat dann einen materiellen Träger. Aber wichtig ist zu begreifen, dass der materielle Träger, das Papier, nicht der Wert ist, sondern der immaterielle Aspekt ist der Wert. Das sind also immaterielle Vermögenswerte. Und wenn wir die abschreiben, dann nennen wir das im Englischen A. Und das ist dann Amortization. Ja, wir müssen uns also merken, Sachanlagen korrespondiert mit D und Immaterielles korrespondiert mit dem A. Denn dieses D und dieses A sind ja dann die Buchstaben, die in diesen Kennzahlen EBITA und EBITDA wieder auftauchen. Das muss man sich einfach einprägen. Ich weiß jetzt auch keine super gute Eselsbrücke. Ja, das ist Sachanlagen, Sach korrespondiert mit dem D und immateriell korrespondiert mit dem A. Überlegen Sie sich was. Ja, wichtig ist nur, dass man sich das auf irgendeinem Weg einprägt, denn es gibt, wie gesagt, zwei unterschiedliche Begriffe in der englischen Sprache. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann kommt man immer ins Schleudern mit diesen Begriffen. Deswegen muss man sich das einfach einprägen. Sachanlagen, Abschreibung auf Sachanlagen ist Depreciation. Und Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte ist Amortization. So, das soll zum Einstieg zunächst einmal genügen und im nächsten Teil dieser kleinen Serie erkläre ich dann genau diese Begriffe, wie man sie berechnet und vor allem auch, warum man sie berechnet, welche Angaben man braucht und so weiter. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.